So, Montagsdemo, wie man sieht, erschreckend wenige Menschen. Wir gehen jetzt zum Gerhard-Hauptmann-Platz rüber ins Camp. Und um 19.30 Uhr findet da die Versammlung statt. Wir werden mal sehen, was sich da so ergibt. Ich werde da auch weiter filmen. Aber wie man sieht, Hamburg ist noch nicht wirklich wach. Es ist eigentlich erschreckend. Eigentlich erschreckend. Es sind wenige Menschen aktiv, leider. Ich sehe Menschen mit Einkaufstüten hier rumrennen. Erste Weihnachtskäufe werden getätigt. Man ist wieder voll im Trott, in seinem Alltagstrott. Und ja, manche bleiben stehen, obwohl die Wurst sehr gut schmeckt. Und wir gucken mal, was sich jetzt so ergibt. Also, wir stellen uns hinter dem Transparent auf. Irgendwie ist der Ton ein bisschen weggegangen. So, seid laut, macht Krach. Ich werde mal hier einfach so rückwärts langlaufen und mal schauen. Aber für Hamburg, eine Großstadt, ein erschreckend kleiner Haufen. Wo sind die Menschen vom Samstag? I don't know. Unglaublich. Oder? Ist das nicht unglaublich wenig für eine Großstadt wie Hamburg, was sich widerstandsmäßig hier präsentiert? Ja. Tja. So, die Montagsdemo, Hamburg, sonstige Menschen auf dem Weg zu den Kämpfern und den Kämpfern der Occupy Hamburg Bewegung. Wir werden jetzt zum Gerhard-Hauptmann-Platz ziehen und dort die Versammlung um 19.30 Uhr unterstützen. Wir wissen noch nicht, was kommt. Die Zelte dürfen nicht stehen bleiben. Und es ist ja hier gleich direkt um die Ecke. So gesehen, durch diesen Zug kriegen auf jeden Fall Menschen wieder einiges mehr davon mit. Nein, kein Ding. Einfach durch. So, jetzt biegen wir hier gleich um die Ecke zum Gerhard-Hauptmann-Platz und unterstützen unsere Camper und Kämpfer. Hab ich aufgerufen? Ja. Sehr gut, sehr schön. Ich danke dir. So muss das sein. Ja, sehr schön. Sehr gut. So muss das sein. Denn wir sind noch, wie du siehst, viel zu wenige. Für Hamburg erschreckend, oder? Ja, gut. Also für Hamburg eine kleine Menge, die ruft und immer noch weiterkämpft. Keiner schickt uns weg. Das können sich andere mal zu Herzen nehmen. Ja. Zumindest eine gute Aktion, Unterstützung für die Camper, die ja die Zelte nicht mehr stehen lassen dürfen. Morgen geht es nochmal zum Bezirksamt. Und dann müssen wir mal gucken, was da draus wird. Auf jeden Fall hier, auf jeden Fall mein Aufruf. Geht nächsten Montag zur Montagsdemo, geht zu sonstigen Veranstaltungen, zeigt präsent. Lasst uns nicht so wenige sein, wir müssen viel mehr werden. Wir sind zwar schon viele, aber noch nicht genug. So, und jetzt mache ich mal hier so einen Schwenk zu unseren Campern. Die Camper heißen die Demonstranten willkommen. Sehr schön. Yeah, sehr gut. Sehr schön. Einfach durchlaufen.
Sehr gut. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wir werden mehr. Wir sind viele. Wir werden mehr. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Unsere Camper hier, die Zelte, die nicht mehr stehen bleiben dürfen. Ich mache mal so eine gesamte Aufnahme. Menschen werden wach. Woo! Yeah, sehr gut, sehr schön. Wir werden mehr, aber sind noch nicht genug. Genau. Seitentausch machen. Dann, nee, so einfach, sonst dann habe ich das Plakat. Das. Ja, das sind hier unsere Hartgesottenen, die in eisiger Kälte eventuell heute Nacht auch noch So, wie man sieht, auf den Platz passen viel mehr Menschen, aber nein, sie kaufen ein, sie sind im Trott, sie sind immer noch gefangen und nicht frei. Macht euch frei und lasst euch nicht mehr verarschen. So, das sind so die Eindrücke. Ich meine, lichtermäßig sieht es gut aus, temperaturmäßig geht es zurzeit auch noch. Aber ohne Zelte ist es natürlich scheiße. Ich lasse mal die Kamera einfach laufen und sammle mal die Eindrücke. Ah, ein bisschen leise. Ich gehe mal näher ran, das ist sonst so leise. Also, herzlich willkommen, kam von den Campern, sehr schön. Eine Frage, wo gehört denn jetzt diese Leute hier, die hier sind? Occupy Hamburg ist das. Hier, an dem Schild kann man sehen, Occupy Hamburg. Occupy, nicht von der Bewegung gehört, war am Samstag sehr präsent in Hamburg. Und Occupy ist einfach auch, es geht darum, dass wir als Menschen unsere Freiheit im Großen und Ganzen wieder entdecken. Wir sind ja Sklaven, werden ja verarscht, sind Sklaven und von daher, ich will da gar keine festen Ziele sagen. Es geht im Großen und Ganzen um die Freiheit des Menschen. Das ist meine persönliche Meinung. Also ganz allgemein gehalten. Versuchen wir, das jetzt zurechtzufinden. Ja, das ist auch einfach. Ich meine, wogegen sind Sie denn zum Beispiel? Oder womit sind Sie nicht einverstanden? Was so da müsste ich jetzt die wiederholen. Nein, ach, da fällt Ihnen bestimmt was Eigenes ein. Okay. Ich sag's mal so, ich bereue, dass ich mit dem Joachim Sauer, das ist der Mann von der Merkel, mit dem bin ich zusammen Sandkasten aufgewachsen. Das bereue ich jetzt. Das musste ja schief gehen. Okay. Wir waren Nachbarn, also das ist doch am Rand, jetzt kann man zu. Ja, das ist natürlich auch interessant, aber. Ich habe es dem Kollegen schon erzählt, ich kenne das seit Jahren, wir alte Leute. Ja. Rechtliche Betreuung, sagt Ihnen das was? Dieser Betrug an alten Leuten, die unter Betreuung gestellt werden, nur weil sie Geld haben. Ein Beispiel von vielen. Ja, ein Beispiel seit Jahren dafür. Aber auch schon Demos angezettelt. Ja, das ist doch schon mal sehr schön. Sowas immer zu hören, dass Menschen selbst aktiv sind. Ich habe einen Kollegen gefragt, ich kann am Samstag mal gucken, nach Altona oder so. Ja, am Freitag ist das eine Zusammenkunft. Ja. Boah, ich meine, das läuft jetzt so viel zur Zeit. Ich würde aktiv irgendwo mitfahren. Ich muss bloß nach dem Einstieg gucken. Ich gebe Ihnen einfach mal so einen Infozettel, einfach zum Informieren ein paar Seiten. Weil Information ist ja eins der wichtigen Punkte, die uns vorenthalten werden, aufgrund derer wir dann eben auch keine eigenen oder wirklichen Entscheidungen treffen können. Das ist ein Problem, das ist der Massenmedien, des Mainstreams, weil die natürlich von oben gelenkt sind.
alles meine persönliche Meinung. Und so gesehen sind Informationen wirklich extrem wichtig, dass Menschen überhaupt Möglichkeiten haben zu unterscheiden oder sich auch zu entscheiden. Das ist mir am Samstag aufgefallen, der Zufall da am Markt, der Pumpsteigen reingeraten. Diese sagt, ich dachte, ich bin alleine. Über diesen Satz mache ich mir Gedanken. Das ist eine Art Schlüssel-Gedankengang. Auch ist ein wichtiger Aspekt, dass Menschen sehen, sie sind eben nicht allein. Das ist der Punkt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall. So, hier ist jetzt ein bisschen Leben auf den Platz gekommen. Musikalische Begleitung, aber immer noch erschreckend wenig. Erschreckend wenig. Tja. So, wie man sieht, ich stelle mal den leeren Platz. Hier, Gottes Auge guckt mit. Aber hier sind dann halt die Weihnachtsbuden zu Weihnachten. Die sind genehmigt, die Zelte sind nicht genehmigt. Und ja, so viel dazu. Erschreckend wenig. Ah, hier, ich sehe schon, wir machen jetzt Informationszettel, Austausch. Ich habe schon welche hier gelassen, aber genau. Ja, super, danke. Genau, sehr schön. Ja, ich danke euch. Im Großen und Ganzen gute Laune, Leute sind entspannt. Manche lachen, freuen sich. Also eigentlich gute Stimmung. So gesehen macht das wieder Mut für Weiteres. Das ist schon gut. Ja, und hier haben wir einmal die HSV Nordbahn. Es brennen noch Lichter. Ich weiß nicht, ob noch getan wird, als wenn gearbeitet wird. Es ist nach 7. Aber es winkt auch keiner raus oder grüßt mal. Die Lichter oben, die leuchten die ganze Nacht. Ah, okay. Die leuchten die ganze Nacht. Ja, alles klar. Wie ich gerade höre, ja, die leuchten also die ganze Nacht. Naja, die Banken haben ja auch genug Geld. Also Strom sparen müssen sie nicht. Ja. Ja, man sieht Leute angeregt diskutieren. Auch wieder im Großen und Ganzen so eine gute, bunte Mischung irgendwie. Eigentlich ganz, ganz angenehm. Ja. Weltbühne, Thalia. Wie die Weltbühne sieht Hamburg hier noch nicht gerade aus. Da fehlt noch einiges an Menschen. Aber wir arbeiten dran. Es geht weiter. Karstadt, Tempel des Konsums. Tempel des Konsums. Werbebotschaften, die Menschen von ihrem eigentlichen Dasein ablenken und nicht zu sich kommen lassen. So, ich filme nochmal hier. Es ist kein Zeichen. Ich kann das selber gerade gar nicht. Zoom das mal ran. Ja, genau, das habe ich vorhin auch bei Facebook schon mal gelesen. Ist auch völlig richtig. Normal, eigentlich sind die Kranken die Gesunden, so wie das aussieht, und die Gesunden die Kranken. Man muss es so krass sagen. Oder? Ist aber so. Ich höre hier Bestätigung, das baut mich wieder auf. Ja. Ja, wir sind nicht allein. Menschen finden zueinander, werden wacher. Ja gut, Hamburg ist heute irgendwie noch müde, aber okay. Auf jeden Fall eine gute Sache. Anonymous auch hier, sehr gut. Ja.
verschiedenste Interessen. Ein Trommler macht dezente Hintergrundbegleitung. Sehr schön, ja. Ein Anfang. Wurzeit. So, ich mach mal Pause.